suchen, aber ne, habe ich ja schon, das geht ja nicht. Das hat ja nicht funktioniert, das war ja ein bisschen blöd von mir. So, also ich habe ja versucht, aber wie gesagt, ihr habt ja selbst gesehen, dass es nicht funktioniert, ihr habt ja den Beweis quasi. Also wenn mir die beiden nicht glauben, dann könnt ihr da mal denen das Video schicken. Dann sehen die es ja, dass es nicht so war. Ich habe ja auch eine Menge Holz gesammelt, wir haben schon fast den nächsten Stack voll. Den mache ich noch voll, solange da noch was besteht. Hier sind noch mehr Setzlinge. Wir haben auch fast einen Stack Setzlinge. Wir brauchen eine Menge Setzlinge, falls euch das schon aufgefallen ist. Hier sind ja auch Detektive hier. Ihr habt ja immer wachsam aufgepasst hier. Wir haben ja auch schon fast einen Stack davon zusammen, aber eben nur fast. Reicht mir nicht ganz, muss ich sagen. Da sind aber noch genug Bäume und da ist eine Mega-Schlucht. Brauchen wir nicht unbedingt, aber können wir irgendwann mal reingucken. Wenn uns gerade langweilig wird oder so. Wir haben auch fast nichts mehr zu essen, also schnell beeilen, den letzten Stack zusammenkramen und los geht's. Was sagt denn der Rucksack? Wir haben 5 Stacks. Ja. Läuft bei uns. Also bei uns ist richtig gut hier gerade. So, die Axt ist aber fast komplett weg. Aber wir haben noch eine Living Metal Axe eingesammelt, mit der wir auch noch was machen können. Deswegen ist es alles kein Problem. Und ihr merkt schon, ich rede immer mehr, wenn ich alleine aufnehme, weil dann, wie gesagt, auch niemand dazwischen quatscht. Was ja nicht böse gemeint ist, aber es ist halt so, dass man mehr Zeit hat, um über Sachen zu reden, die einen persönlich betreffen oder die ganze Community von einem. Da mal ein bisschen mehr Zeit und Auslauf für, dann kann man darüber ein bisschen mehr quatschen. Sieht sehr bunt aus hier, muss man ein Screenshot gemacht werden, sieht da mega cool aus. Und? Oh, wir haben alles perfekt gemacht, ohne dass die Map zu sehen ist, geil. So, genau, wir wollten auch was anderes aufnehmen. Alles klar. Beide noch online hier, ja, sehr schön. Wo waren die Bäume? Wo waren die Bäume? Da hinten waren die. So, die Schlucht. Ich finde die Bäume nicht mehr. Ohne Scheiß, ich habe die verloren aus den Augen. Ach, da sind sie. Wo? Oh mein Gott. Wir hätten sterben können, aber sowas von leicht. Gut, dass da Wasser war. Ich habe schon gerade den Schock meines Lebens gehabt. Ich habe ja nichts gemacht, weil ich, wie gesagt, wusste, ich sterbe. Aber ich bin nicht gestorben, weil da Wasser war. Alter, Glück im Unglück, meine Freunde. Es war super Glück. Wir haben, ey, das hätte mega ins Auge gehen können. Ich hätte mich so kolossal aufgeregt darüber. Wie gesagt, unsere ganzen Taschen sind voll, ja. Wir haben die ganzen Taschen voll wie ein Hosenscheißer. Oder das ist ein schlechter Vergleich. Ah, Diamanten. Oder ist es weiß oder ist es blau? Ich wusste eigentlich blau, aber der Mondschein ist so komisch. Deswegen, eine Chocobo-Feder brauche ich nicht. Wo ist mein Steph? Da ist er. Steph! Da haben wir verdammt nochmal mega Glück gehabt, dass wir da nicht gestorben sind, Alter. Das hätte uns glatt wegfetzen können. Aber so richtig knapp hier. Schild kommt dahin. Für kurze Zeit, dann können wir mal kurz gucken. Wo waren jetzt die Diamanten? Hey. Ach, da sind sie. Das ist kein Diamant. Das ist was anderes. Das ist kein Diamant. Ja, warte mal, was ist denn das? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn los mit dir? Also Diamant ist das jetzt nicht. Das muss irgendwas anderes sein. Hä? Aber was ist das? What? Hey. Was ist das für ein Erz? Das ist ja voll komisch. Das ist Tinohr. Okay, davon haben wir auch noch nichts gefunden bisher. Das kann man mitnehmen eigentlich, ne? Das sind aber Diamanten, glaube ich. Ach, auf das ist eine Ohrberry. Ja, die ist ja gemein. Das ist eine Tin-Ohrberry wahrscheinlich auch, weil der überall Tin ist. Oder ist das alles Tin? Ich denke mal schon. Ja, alles war Tin. Dann noch ein bisschen mehr mitnehmen. Und dann, wenn das hier bei Diamanten, weil es auch blau ist, das sieht man ja auch von hier aus. Oh, das war nicht gewollt. Ich bin immer noch nicht allein, die sind immer noch im Server drauf gerade. Ich wette, die klauen irgendwas bei mir. Nein, das würden die nicht machen. Das sind nämlich ganz liebe Menschen. Und zwar sehr alle beide. Oh, da sind die Diamanten. Irgendwas wegtun. Der kommt dahin. Die Spitzhacke kommt hierhin. Das Schokopedia kommt raus. Mal folgendes. Jetzt haben wir mal folgender Klartext geredet. Und zwar, nicht Klartext, also hat er eigentlich mal Tacheles gemacht mit den Items. Was brauche ich nicht? Das ist Müll. Das ist auch Müll. Das brauche ich nicht. Das brauche ich jetzt nicht. Nein, nein. Nein. Man kann auch irgendwie mit einer Tastenkombination die Items sofort aus dem Inventar rauswerfen. Aber ich weiß nicht, welche Taste man drücken muss. Ich drücke mal, keine Ahnung, irgendwas. Ich bin hart am Farmen, bin ich. Da bin ich nämlich. Haben wir schon genug? Da haben wir schon 2 Stück von. Brauche ich nicht. Scrap Meat könnte ich gebrauchen.
Weil wir nichts mehr zu essen haben übrigens. Muss ich auch mal erwähnen. Hier. So, das kann weg. Ich würde mal sagen, das ist okay. Mehr brauchen wir nicht wegwerfen. Und dann nehme ich mal den Staff und fliege nach oben. Na, Creeper. So, seid ihr tot hier alle. Sehr schön. Auch du bist tot. Wir sind Level 39 schon. Das ist schon cool. Wir haben voll gut gelevelt bisher. Dann können wir wieder verzaubern gehen. Ja, geil. Eine Hexe-Killessenz. Ich bin. Oh, der Zombie darf mir nicht die Schlucht runterschubsen. Birkenwald. Das reicht Ihnen als Information. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Kannst selber runterfliegen, Bastard. Ah, Hexe-Killessenz. Dom, 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 dom. Guck mal jetzt sein Gesicht. Auch geil. Okay, da ist die Hexe-Killessenz. Wir haben auch schon 8 Stück gefunden. Das ist mega krass. Das war auch mega krass. 9 Stück haben wir sogar schon. Und 53 Diamanten. Fast ein Stack Diamanten. Und wir sind nicht mal in eine Höhle gegangen. Alter, wie krass das bitte ist. Wir haben Diamanten gefunden. Fast ein Stack Diamanten. Und wir sind nicht mal in eine Höhle gegangen. Das ist ja Boss-like hier. Das finde ich aber schon echt cool eigentlich, ne? So viel gefunden, aber nicht mal eine Höhle. Ja, das nenne ich auf jeden Fall so Glück gehabt. Weg. Weg ist er. Noch bei Leuten das off, online. Der Rest ist schon weg. Hallo Skelett. Tschüss. Jetzt erstmal diese ganzen Sachen sortieren, die wir haben. Erstmal das hier reintun. Das brauche ich ja eher da drin. Das Holz kann gerne nach vorne und ich würde mal sagen, das reicht. Ach ja, was wir noch haben. Nee, das haben wir gar nicht bekommen, diesen einen. Wir haben nur 2 Star Pieces, mehr haben wir nicht, oder? Nee, wir haben nur 5 Stacks davon und 2 Star Pieces, das reicht ja. Aber der Stack muss noch voll gemacht werden. Der muss noch voll. So, wir sind auch erst bei 1 Stunde 22. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um nach Hause zu gehen und das ganze Holz anzubringen. Können wir auch noch machen, wahrscheinlich, wenn wir mit der Zeit hinkommen. Das könnte noch klappen. Wir haben auch, wie viel Setzling haben wir? 62. Bei uns ist alles klar. Bei uns läuft richtig. Die machen wir kurz an, den Coin. Und dann tue ich den Coin hier hin. Dann haben wir nämlich mehr Freiheit zum Minen. Oder besser gesagt, Holzfällen. Oh Skype, bitte, du bist echt so räudig. Ich hasse dich. Ah, Mann, wir brauchen echt das andere Programm hier. Wir können mit Skype echt nicht mehr aufnehmen, weil es einfach nicht funktioniert, ganz einfach. Die letzte Aufnahme hat es aber sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Aber jetzt hat es auf einmal nicht mehr geklappt. Da reicht auf eine Aufnahme und es klappt schon wieder nicht. Das ist echt toll. Weißt du, es klappt einfach 2 Aufnahmen durchgehen sehr gut und dann klappt es wieder gar nicht. Das ist typisch Skype. Es ist immer so. Wir sind so weit gereist, hier ist einfach ein ganzer verdammter blöder Birkenwald. Ich fühle mich so verarscht, wisst ihr es eigentlich? Ich fühle mich so verarscht, weil hier einfach alles voller Birken ist und wir suchen stundenlang nach diesem blöden Birkenholz und finden einfach nichts und jetzt ist auf einmal ein ganzer Wald von. Ist das zu fassen? Das ist so eine. Guck mal, guck das da hinten einfach an. Einfach ein ganzer Wald voll mit Birkenholz und wir suchen uns den Arsch ab. Aber wir sind ja auch. Hat sich auch gelohnt, die Reise. Wir sind ja weit gereist, um das Holz zu finden, deswegen. Lang ersehntes Holz haben wir auf jeden Fall gefunden. Hier nix. Wir haben so lange gebraucht, um das blöde Holz zu finden. Das ist echt unfassbar. Aber wir haben es gefunden letztendlich. Also hat sich ja doch alles für mich gelohnt, finde ich. Also ich fühle mich da voll gut und so. Habe auch gleich richtig viel mitgebracht, wie man ja sieht. 6 Stacks haben wir. Können wir den 7. und 8. Stack auch noch machen? Dann nämlich. Oh Gott, wir haben. 6 mal. Ach, kann ich nicht ausrechnen, schade. Nee, doch. Nö, kann ich nicht. Ich kann es nicht ausrechnen, wie viel das jetzt wäre, die 6 Stacks. Ist mir ehrlich gesagt auch vollkommen egal. Setzlinge haben wir aber auch schon 64. Einen ganzen Stack voll. Alter, das ist kolossal viel. Aber brauchen wir auch alles. Das ist ja alles der Teil des Plans. Das ist auch schon wieder ein Setzling. Und abbauen. Diese Axt ist echt verdammt gut. Ich mag die. Okay. Warum nicht? Ich meine, ich bin ja auch irgendwann fertig. In einer halben Stunde bin ich ja fast fertig. Also kann man da schon mal was machen. Und es ist ja noch nicht so spät. Deswegen, ne? Guck mal, guck die Zeit an. Ist doch alles human hier. Ist alles menschlich. Ich habe Ferien. Ne? Hashtag ne Homo. Hier sind noch wir auf dem Server drauf und das ist gut. Ich habe übrigens einen Funfact am Rande. Ich habe erstmal
übelst lange gebraucht, um rauszufinden, wo die Tab-Taste ist. Ich habe das nicht gewusst, dass man dieses hier machen kann. Diese Serveransicht. Ich wusste nicht, wo die Tab-Taste ist. Ich wusste es einfach nicht. Ich musste dafür googeln, ja. Ich bin ein Game und weiß nicht, wo die Tab-Taste ist. Das ist nicht geil. Ich wusste es nicht. Ich habe keine Ahnung gehabt. Oder die ist eigentlich ja Tab-Taste, glaube ich. Na egal. Das sind diese komische Pfeil, diese mit den Doppelpfeilen drauf, die Taste. Ich wusste nicht, wo sie ist. Ich habe es einfach nicht gewusst vorher. Weil ich sie nie brauche. Ich habe immer gefragt, wie man das macht, dass man diese Serveransicht hat hier oben, wo man den Namen sieht. Ich habe es einfach auf den Tod nicht gewusst. Ist kein Scherz, ich wusste es nicht. Bis vor ungefähr 3 Wochen oder 4 Wochen. Ja, bis vor ungefähr 4 Wochen wusste ich nicht, wo man die Tab-Taste finden kann. Aber jetzt ist ja alles okay. Ich weiß es ja jetzt. Also ist alles halb so schlimm. Und was ich auch bemerken muss, meine Stimme hält viel länger durch als früher. Aber ich bekomme schon einen trockenen Mund mittlerweile, weil ich schon so lange aufnehme. Das kommt aber automatisch irgendwann. Ich habe kein Wasser mehr hingestellt oder irgendwas. Nix hingestellt. Oh, der Wald, der darf nicht abbrennen. Da muss ich was hinstellen. So, und dann werde ich mir gleich mal schön die ersten Folgen von Minecraft Vero angucken oder Varo. Was ja endlich gestartet ist nach Hero. Endlich mal ein neues Projekt, was ich mir angucken kann. Hui. Und ich habe nebenbei ja auch noch ein neues Let's Play gestartet, wie gesagt. Wunderschön. So, die Hacke ist im Eimer. Hat genau für den letzten Stack gereicht. So. Das ist ja wundervoll. Aber ich würde mal sagen, noch ein Stack brauchen wir, damit wir die 8 Stacks. Das passt perfekt eigentlich so, ne? So 8 Stacks ist irgendwie eine rundere Zahl. Das sind noch genug Stacks. Das können wir alles mitnehmen. So, wir hätten auch locker mehr Selbstdinge mitnehmen können, aber ich habe auch nicht alle aufgesammelt, weil es mir zu blöd war, jetzt wirklich alles mitzunehmen. Oh, komm, den 10. will ich noch haben. Komm schon. Den 10. Selbstding will ich noch haben. Oh, sogar 11, 12. Oder? Ist sehr leise, aber okay, dann können wir auch mal einen leisen Soundtrack anmachen. Das ist ja auch nicht so schlimm. Ja, der ist auch okay. Der ist auch chillig irgendwie. Den kann man als Lounge-Soundtrack so zählen. Ich bin wieder zu nah am blöden Mikrofon dran. Auch sehr lustig, was mir neulich passiert ist, was mir gestern passiert ist. Oder war es gestern? Ja, gestern war das. Gestern Morgen, ich sitze auf meinem PC, nichts an und so. Auf einmal, knall, bumm. Mein Mikrofon ist runtergefallen. Es ist einfach von meinem blöden Halter runtergefallen. Auf dem Boden. Aber es ist einfach nichts passiert. Es hat einfach nicht einen einzigen Kratzer bekommen. Es geht immer noch. Alter, ich hatte so einen Schock, dass mein Mikrofon Schrott ist, aber es ging am Ende doch noch. Wie gesagt, war auch nicht gerade billig, ne? Deswegen muss man auch mal ein bisschen aufpassen, dass das nicht irgendwie verschütt geht. Wie schnell ist die? Die ist aber langsam, die Axt irgendwie. Die ist wirklich der total. Die ist echt langsam, finde ich. Die könnte schneller sein, aber okay. Luxusproblem, ne? Wir waren eben an die schnelle Axt gewöhnt, das ist ja nicht so schlimm. Die Meteorite-Axt war trotzdem irgendwie schneller. Das kam mir so vor, oder war es wirklich so? Ich glaube, es war wirklich so. Die war irgendwie besser. Hat mir irgendwie besser gefallen. Okay, da haben wir jetzt auch eine Stunde fast. Ja, doch, eine Stunde haben wir da am Ende dann Solo-Aufnahme jetzt nochmal gemacht, aber okay, dann haben wir eben halt mal, ist Sky immer wieder abgekackt, wie immer. Das müssen wir echt in den Griff bekommen, finde ich echt nicht gut. Aber gut, dass ihr da so gut immer daumiert und die Folgen gut bewertet, deswegen ist es ja alles okay. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Gefehlt mir. So, und das gucken sich momentan auch relativ viele von euch an, die Folgen von Hexity. Das ist gestiegen und zwar extrem. Also, gerade bei den Aufrufen, das ist extrem in die Höhe geschossen in den letzten Tagen. Ich habe da teilweise echt fast 1000 pro Tag. Einfach so. Okay, ich habe auch fast 1000 Videos hochgeladen mittlerweile, aber wir sind bei 940 Videos fast. Richtig krank einfach. Aber wir haben einfach noch nicht ganz die Zahl voll, deswegen, ne? Muss noch ein bisschen. Fast 1000 Videos haben wir hochgeladen mittlerweile. Schon crazy. Aber eben noch nicht ganz. Es dauert noch bis dieses Jahr. Aber dieses Jahr schaffen wir die Grenze zu den 1000 Videos. Sehr toll. Sehr gut. So muss das sein. So, abbauen, abbauen, abbauen. Dann haben wir das. Okay, dann haben wir aber auch schon eine Menge gesammelt eigentlich, finde ich. Barley, das wird sowieso immer eingesammelt. Wir haben fast geschafft. Guck mal, fast 2,5 Stacks Setzlinge. Können wir den halben Stack noch schaffen? Ich wette ja. Den schaffen wir bestimmt. Komm, Setzlinge. Ja, wundervoll. 30, 31, 32. Wir haben es geschafft. Und noch einen Holzblock würde ich gerne haben. Der reicht mir dann aber auch. Also der Baum muss noch weg und dann haben wir es geschafft. Dann können wir nach Hause gehen und dann endlich unser Holz mal hinlegen. Haben nur eine halbe Stunde zum Holzlegen. Das ist ja auch passend eigentlich. Dann gehe ich mal Weizen ernten gleich, weil das muss ja gewachsen sein, weil der JJ-Nator und der Baloinser waren ja in der Nähe die ganze Zeit, während der Weizen gewachsen ist. Deswegen, ich meine, ich war außerhalb des Chunks, deswegen kann das gar nicht gewachsen sein, aber da die beiden ja da waren,
ist der Weizen doch gewachsen, was natürlich ziemlich cool ist, weil sonst hätten wir echt noch eine Menge Zeit in Anspruch nehmen müssen, um zu warten, ne? Ja, ich würde mal sagen, das hat sich gelohnt für uns. Aber richtig gelohnt. Ich meine, guckt es euch an.